Ein wertvolles Gut. Gerade in diesen Zeiten, wo der Sturm sich doch arg zurückgezogen hat, möchte man meinen. In der Tat, das Passieren des Sturmes war auch nicht ganz leicht. Wir haben ungefähr für, ich würde sagen, 500 Dukaten den Maraskanstall aufgenommen und mit einem Aufschlag für das Passieren des Sturmes nun etwa 20% könnten wir alle zu einem glücklichen Preis kommen. Was meint ihr? Kommen wir ins Geschäft? Nun, 20%. Sie nickt. Unsere Handelsbeziehungen mit Karinor waren bisher immer erfreulich. Und wenn wir das weiter ausbauen, dann können wir alle in langer Sicht drauf profitieren. Nun, selbstverständlich gemacht. Ich werde den Stahl selbstverständlich vorher noch einmal begutachten müssen, aber 20% scheint mir angemessen. Nun, 20% für die Überquerung und dann 20% für das Anliegen hier. Wir mussten ja auch die Gebühren zahlen und dann kommen wir insgesamt auf. Also 20 und 20. Nun, ein Aufschlag von 40%. Sie summieren sich diese Werte. Und das ist richtig, ist richtig. Wisst ihr überhaupt, was ihr für den Stahl haben wollt? Nun, nein, ich weiß es ehrlicherweise nicht. Gut. 1000, sag 1000. Sie wendet sich an Diamantis. Ein seefahrender Zwerg ist selbstverständlich etwas Außergewöhnliches, aber ein Händler ist er wohl nicht. Wie gesagt, ich werde mir die Ware einmal besehen, aber 40% sind völlig in Ordnung. Ich würde gerne einen Blick in die Gedanken machen, während sie mit Diamantis beschäftigt ist, um herauszufinden, was sie denn für einen ordentlichen Preis halten würde, was so ihre Schmerzgrenze wäre. Ja, dann brauche ich einmal einen Blick in ihre Gedanken. Braucht dazu keine Formel, einfach nur so. Ja. Wir haben jetzt auch keine Zeit gelassen und nichts. Diamant, das würde mal Sinn schärfen. Okay. Werfe, da. Du kannst sehen, wie das Amulett, was in ihrem üppigen Dekolleté hängt und zwischen ihren Brüsten baumelt, ist zu viel gesagt, anfängt rot zu leuchten. Und dann kannst du sehen, wie die Offiziere, drei Stück am Tisch, merkwürdig ihre Augenbraue hochziehen und dann nicht nur ihre Augenbraue hochziehen, sondern auch drei Ballastrinas. Und sie auf Boltax richten. Boltax, was hast du getan? Ich schaue mir nur an, welchen Preis sie bereit wäre zu zahlen. Der Preis ist gerade gesunken. Ein Angriff auf eine Grandesse? Es ist kein Angriff. Also du kannst sehen, du in ihren Gedanken, du bist selbstverständlich durchgekommen, aber dein Zauber wurde bemerkt. Sie hätte durchaus auf alle Fälle das Doppelte bezahlt. Also 100% hättest du auf alle Fälle zusätzlich bekommen. Wenn du jetzt mit 20% anfängst und auf 40% hochgehst, das ist völlig egal für sie. Ja. Wie gesagt, der Preis hat sich gerade verändert. Ein Angriff. Sollte ich das Arana von Scheurina melden, dann wäre euer gesamtes Schiff verloren. Interessant, was ihr für einen Angriff haltet, denn die Art und Weise der Magie ist ursächlich dafür. Nun, ist Magie und ihr habt ihn auf mich gerichtet. Nun, nicht jede Magie ist schadhaft. Das ist auch Arachna sicherlich bekannt und diese Form der Hellsichtsmagie ist nichts, was unter Strafe stehen würde. Habt ihr gegen meine Magieresistenz gezaubert oder nicht? Nun, habt ihr mich um Einverständnis gebeten? Ihr müsst meinem Begleiter verzeihen, er kommt von ganz woanders und hat unsere Kultur und hat mit unseren Zauberern, wie sie aus der Heimat bekannt sind, nicht wenig zu tun. Die Magie, die er wirkt oder wie er sie wirkt, scheint wohl eher instinktiv als wirklich bewusst. Er sollte sich wahrscheinlich in solchen Unterredungen zurückhalten und weiß nicht, dass dies eine grobe Beleidigung ist, auf diese Art Verhandlungen zu führen. Ich wollte niemanden beleidigen. Das habe ich mir fast gedacht, aber ein Lehrgeld muss doch höchstwahrscheinlich bezahlt werden, nicht wahr? Das liegt definitiv außerhalb meiner Ambitionen. Ich wollte euch niemals beleidigen. Nun, wie gesagt, ihr habt mich beleidigt, aber ihr könnt es gut machen. Wir kaufen den Stahl und zwar alles für 200 Dukaten und dann sind wir quitt. Danke.
Nun, da müsst ihr sicherlich mit unserem Captain verhandeln, aber wir sehen das Angebot. Ihr seid der Verhandlungspartner, gerne. Der mir gerade die 40% vorgeschlagen habt. Dementsprechend seid ihr handlungsberechtigt und wir werden von euch ein Versprechen einverlangen, dass wir den Stahl im Wert von 500 Dukaten für 200 Dukaten erhalten. An das auf verzeiht, aber hier gab es ein Missverständnis. Mein Gefährte ist hier lediglich als Berater zur Seite gestellt von unserem Kapitän und ist dementsprechend selbst nicht handlungsberechtigt. Dann zeichnet ihr nun. Seine Vorschläge waren selbstverständlich nur beratend da und die Beleidigung sollten wir im Preis auf jeden Fall mit reinrechnen, aber uns sollte bekannt sein, dass man für jegliche maraskanische Waren, vor allem für solchen Stahl in der Heimat, Unmengen bekommt. Und egal wie der Handel hier ausgeht, wir beide davon profitieren werden. Nun, und ich nun umso mehr. Ich wurde beleidigt und ich verlange Satisfaktion. Nun, dies werdet ihr haben. Dies werdet ihr kriegen. So wie es ist. Sicher euer Recht ist. Aber ich denke, wir können dennoch eine Möglichkeit finden, wie wir beide von diesen Handlungen profitieren können. Nun, ihr bekommt 200 Dukaten von mir. Ihr hattet vorher nichts und bekommt 200 Dukaten. Das ist doch sicherlich etwas, wo wir beide gewonnen haben. Ich habe aber auch keine weiteren Worte mehr für euch. Monterey. Sondern dies war mein letztes Wort. Solltet ihr noch einmal ein weiteres Wort gegen mich wenden, dann bezahle ich nur noch 180 Dukaten. Gut. Dann nehmen wir selbstverständlich Recht von unserer Möglichkeit und wir werden den Handel hier nicht abschließen. Schließlich befinden wir uns auf dem Markt. Oh. Dann werde ich selbstverständlich Gebrauch davon machen, eure Straftat bei Arachnor von Scheurina anzuzeigen. Kein Problem. Einen schönen Tag noch. Tut euch keinen Zwang an. Ja. Ja, dann lassen wir das so stehen. Eine Handhabe hat sie eh nicht, weil hier kein Codex Albiricus gilt. Hier gilt aber das Recht von Arachnor mag dich nicht. Ja, aber der mag mich. Okay, gut, dann ist das ja kein Problem. Da kannst du ja sämtliche Magie wirken. Das tue ich auch. Ihr könnt euch wieder dann durch den langen Gang verabschieden und nach draußen treten. Den Dukatengardisten ist das alles relativ egal. Die geben euch eure Waffen wieder und begleiten euch dann wieder an Deck der Stadt aus der Tiefe, wo zahlreiche weitere Käfer um mich herum wuseln und wimmeln. Ja. Nicht doch ganz gut. Nächstes Schiff? Dann schauen wir, was es für anderweitige Granden Häuser hier zu vertreten sind. Ja, aber lasst uns erstmal auf den Markt gehen, bevor wir das abschließen. Ich habe etwas Hunger und wollte mir ein paar Preisblumenkerne holen. Ja, so könnt ihr wieder zu den anderen herantreten, die dort geduldig auf euch warten, bis ihr dann in den Bauch der Arche eintreten könnt, zu dem bewegenden Bazar, wenn ihr denn mögt. Ah, da seid ihr ja endlich. Ich hoffe, ihr könnt einen guten Preis herausschlagen. Oh, nein, die waren etwas störrisch, deshalb haben wir uns entschieden, nun noch einen anderen Händler aufzusuchen. Na gut, von... Tatsächlich nicht. Wir werden wohl mit einem anderen Händler vorlieb nehmen müssen. Wollt ihr es also doch eher mit den Zwischenhändlern auf dem Bazar versuchen, ja? Nicht unbedingt. Hier sind auch einige weitere Primären und Drumrunden im Hafen. Wir könnten das zugleich nächsten Kapitän probieren. Wenn ihr eure Landsmänner zu knauserig findet, könnt ihr es ja vielleicht doch mit den Bornländern vornehmen. Oh ja, die mögen mich auch sehr gerne. Ich bin ein bornländischer Held offensichtlich. Vielleicht lässt sich daraus Kapital schlagen. Naja, wie ihr wollt. Nun, es gibt keine Zeit zu verlieren, wenn die Herren uns also entschuldigen wollen.
Ja, ich weiß nicht, was die beiden Unterhändler jetzt machen, aber ich denke, wir gehen auf jeden Fall endlich zum Bazar. Ja, ich gehe auch mit zum Bazar. Gut, dann könnt ihr das Innere der Arche betreten. Ihr tretet vorbei an den Unratkuhlen, wo sich der Abfall des ganzen Schiffes sammelt, zumindest an dieser Stelle. Unverwertbare Beute, abgelegte Humeria-Schalen, zerbrochene Flaschen oder madige Vorräte, die von Schiffen einverleibt worden sind, aber dann selbst nicht verdaut wurden und so dann eben in diese Drecklöcher ausgeschieden worden sind. Andere Leute, die dann einfach ihren Müll hineinwerfen, wenn sie dann welchen haben. Und lange Rindenspalten, die ihr dann als Eintritt nach unten benutzen könnt, wie ein großer Riss, der in einem Baum klafft, könnt ihr dann an den madenbevölkerten Archenkäferhöhlen vorbeitreten, wo ihr teilweise sogar zweiköpfige Käfer erkennen könnt, die sich dort ihre Flügel putzen und dann etwas größer und stattlicher aussehen. Serpentilio muss sich ein bisschen über die Lippen lecken. Könnte ja sein, dass man so den einen oder anderen doch tatsächlich hier erwerben kann. So die einfachen Archenkäfer sind natürlich von minderer Qualität, aber wenn man dann an einen zweiköpfigen Käfer kommen könnte oder an größere Exemplare, dann... An einen mit Flügeln, ja. Dann da kann man sicherlich eine ganze Menge entdecken. Teilweise könnt ihr dann auch an großen Mannschaften vorbeikommen, die dann hier im Schiff umherlaufen und mit Unwasser Dinge löschen, die sich dann von selbst entzündet haben, weil wohl die Beanspruchung der Gelenke haben sie entzündet, und das ist dann eben wortwörtlich gemeint, dass sich dann eben dieses Unholz mit dem Unfeuer dann in einem agrimotschen Wahn entzündet, was dann durch das korruptive Wasser gelöscht wird. Ja, es riecht hier unten nach den Verwesungsprozessen von Holz, von Metall. Es ist rostig, es ist nass. Ihr könnt auch das Klacken von irgendwelchen Zahnrädern hören, irgendwelche Metalle, die übereinander reiben oder kreischen. Und es stinkt so ein bisschen nach schwarzem, rauchig-rußigem Feuer. Wenn ihr dann den Bazar betretet, wo allerlei Gequake und Gemurmel den Gang erfüllt, das ist ein gewaltiges Areal. Einige Leute bauen ab, andere Leute bauen auf und wieder andere stehen dort immer noch. Ihr könnt sehen, wie einige Wächter dort umher patrouillieren und dann eben auch darauf hinweisen oder die Standgebühren einfordern. Und die verschiedenen Auslagen sind aus aller Herren Länder. Ihr könnt ja nicht nur Menschen erkennen. Elfen werdet ihr nicht erblicken, auch keine Zwerge, aber was das menschliche Volk so alles hergibt, werdet ihr dann hier eben auch erkennen. Viele Tulamiden, die dann hier stehen und ihre Sachen feilbieten. Selbstverständlich irgendwelche Krakonier oder Humeria, die dann dort irgendwie herumklackern und Dinge verkaufen, die von euch wohl von weniger Interesse sind, aber sehr wohl für das Meervolk. Irgendwelche mumifizierten Delfinköpfe, Meeresfrüchte, entweihte Gwenpetrelsteine, Kröten, die dort dann lebend gekocht werden oder aber auch so verschlungen werden. In großen Gläsern kann man sich dann seine eigene Kröte raussuchen und sie dann eben auch essen, also auch selbst ein oder andere Essensstände. Und seht dann mal ein Unterwasserglockenspiel. Und während ihr über den Markt schlendert und dann dem Zeigefinger von Serpentilio folgt, der dann auf die verschiedensten Dinge deutet, könnt ihr erkennen, wie jemand auf euch zukommt, den der ein oder andere schon von euch erkannt hatte. Ein Goldzahn, der ihn verräterisch wirken lässt. Enskar Haldalin, der Meister des Bazars. Ah, willkommen. Maestro. Nun, mir wurde bereits angekündigt, dass ihr ein weiteres Mal an diesem wundervollen Tag den Bazar aufsuchen mögt. Wie können wir euch heute helfen? Wenn ihr etwas sucht, dann sprecht mich doch einfach an. Ich finde alles. Oh, ein paar Brei aus Blumenkerne wären super. Nun, ich habe schon bereits von eurer Vorliebe für diese Samen gehört. Sollt ihr bekommen. Oh, wunderbar. Ich mag den Mann. Nun, ist sehr gut vorbereitet. Ihr habt den Preis noch nicht gehört, Magus. Nun, wir können hier natürlich mit vielen Dingen bezahlen, von einfachen Goldmünzen bis hin zu Gefallen. Darf ich euer Auge einmal auf meinen eigenen Stand wenden? Wir haben etwas ganz Besonderes heute, beziehungsweise seit den letzten paar Tagen. Sprichwörtliche Gegenstände.
Das klingt doch sehr interessant. Lasst uns das mal anschauen. Er tritt einmal heran an eine große Fläche und allesamt sind sie auch markiert mit Namen, denn ja, sprichwörtliche Gegenstände ist exakt so gemeint. Einen Mantel des Schweigens, den ihr dort erkennen könnt und auch kaufen für einen, warum auch immer man jetzt für diesen Bauschmantel mehrere hundert Dukaten bezahlen sollte, aber gut, Mantel des Schweigens. Den Stein des Anstoßes, den Zahn der Zeit, den ihr kaufen könnt, ein Boxhorn oder ein Geduldsfaden. Den Zahn der Zeit hätte ich gern. Den Zahn der Zeit? Ich nehme natürlich den Stein des Anstoßes. Ja, das ist ein buchstäblicher Zahn, ja? Der Zahn der Zeit ist ein reißzahnähnlicher, regenbogenfarbener Kristall, der wohl Satinav selbst ausgeschlagen worden sein soll. Nun, Meister, was bewirken diese Gegenstände? Könnt ihr uns sie vielleicht erklären? Sprichwörtliche Gegenstände müssen nicht erklärt werden. Das macht ihren Reiz doch aus. Was er damit meint, Kapitän, ist, dass er sich als sympathetische Komponente eignen. Nun, aber wenn ihr nicht am Hungertuch nagt, dabei lädt er einmal dich mit seiner Hand ein, ihm zu folgen, und er deutet auf das Hungertuch. Wenn ihr nicht am Hungertuch nagt, dann solltet ihr euch sicherlich den ein oder anderen Gegenstand hier leisten können. Oder müsst ihr eine Krokodilsträne verdrücken? Er zeigt auf einen blau-schwarz schimmernden Edelstein. Das ist ein Onyx, Kapitän. Ich weiß. Nun, aber vielleicht lässt euch auch etwas Seemannsgarn die Zeit besser vergehen. Er deutet auf eine lange Schnur. Ich sehe, ihr seid in einer Zwickmühle. Nun, dies nicht, aber ich erkenne den Wert mancher Gegenstände nicht. Kapitän, das liegt daran, dass euch die Anwendungsfälle nicht bekannt sind. Lasst das doch einfach meine Sorge sein, ja? Wenn der Preis stimmt, was verlangt ihr für den Zahn der Zeit beispielsweise? Nun, das kommt, wie gesagt, darauf an, ob ihr mit Dukaten oder Edelstein bezahlen wollt oder aber mit Gefallen. Nun, wir bezahlen natürlich nur mit Gold oder Edelstein. Nun, von dem Zahn der Zeit würde ich gerne 50 Dukaten haben. Nun, was bewirkt er genau? Außer meine Zeit zu stehlen. Exakt das. Er stiehlt eure Zeit. Oder die von einem jeden anderen. Wie viel soll denn dieser Stein des Anstoßes kosten? Nun, die ausstehende Bezahlung, ihr könnt ihn haben. Ist dies der Moment, in dem ihr uns fies grinsend mitteilt, dass man hier nicht mit Geld bezahlt? Der Stein des Anstoßes holt sich seinen Lohn selbst, so sagt man. Ja, wunderbar. Dann nehme ich den mit. Ihr solltet vorsichtig sein mit solchen fluchbeladenen Gegenständen. Oh, das ist auch nicht fluchbeladen. Das ist ein Stein. Ihr wisst überhaupt nicht, was er bewirkt. Aber mir ein Stein ist ein Stein ist ein Stein. Ihr seid... Es ist eure Schuld, wenn dieser Stein nun ja sich negativ für uns äußert. Das ist gleich klar. Ihr bezahlt den Stein des Anstoßes mit euren stetigen Flüchen. Nun seht ihr, aber mir, und da ich nicht fluche, gibt es keinen Preis. Dann beglückwünsche ich euch. Darf es etwas für die anderen sein? Der Wert auf ihm? Vielleicht wollt ihr den langen Arm des Gesetzes kaufen. Oder die Axt im Haus. Oh ja, die Axt im Hause. Ich hörte, sie erspart den Zimmermann. Ja, und Zimmermänner haben wir ja viele. Könnte ich die mal sehen? Ja, selbstverständlich. Kommt mit. Er bringt dich zu einer großen Vitrine, in der du eine große, schartige und rostige Axt erkennen kannst, die auf den ersten Blick vollkommen nutzlos wirkt. Du bist der Meinung, sie zu schärfen wäre reinste Zeitverschwendung. Ich würde empfehlen, dass ihr sie über die Öffnung einer Tür hängt. Ja, wieso das denn? Sie lässt uneingeladene Gäste euer Haus nicht betreten. Sie ist unpassierbar für sie. Dietriche brechen ab.
Ebenso kann man sie nicht eintreten. Die Tür wird übersehen. Bizarre Umstände verhindern jegliches fremdes Eindringen. Ja, und was würde das gute Stück kosten? 200 Dukaten für euch. Das ist natürlich ein Aufruf. Ja, Boltax, wollen wir da zusammenlegen? Möchtest du sie denn gerne haben? Naja, es ist eine Axt. Ich finde, 200 Dukaten ist ein bisschen viel. Guck mal, sie ist hier schon ganz schattig und da eine Fehlschärfe. Ich würde gerne mal versuchen zu handeln. Ja, ist klar, dann würfel mal handeln. Das verpflichtet dich allerdings auch, den Preis von Ansgar Haldalin anzunehmen, wenn er dagegen handelt. Ja, das ist eine Überredenprobe, oder? Das ist entweder Handeln oder Überreden falschen. Handel ist für Fern- und Großhandel. Genau. Ja, genau. Dann ist es Überreden falschen gegen seinen Wert. Ja, ich habe die Talentspezialisierung nicht, also eine normale Überredenprobe. Er hat sie, keine Sorge. Okay. Er hat vermutlich 27er Werte bezahlen, weil ich 340 Dukaten. 18, 18, 18, 21, er hat alle Punkte übrig. Jeder Stern sind 5%. Genau, ich bin maximal nicht sicher, ob es ein Maximum gibt. Okay, ja, maximal 50. Das sind 50. Genau, also das 300. Heißt, wir machen aus den 200 50% runter, sind 300 Dukaten. Ja, alles klar. Na gut, das klingt schon sehr vernünftig. Und da waren die Preisblumenkerne ja gewissermaßen auch mit dabei. Selbstverständlich. Ja, und er hat sogar noch einen Sack dazu getan, damit man sie gut tragen kann. Meister Diamantis, ich habe gehört, dass ihr ein hervorragender Schütze seid. Ich habe mich selbstverständlich informiert. Und das trifft zu, aber... Darf es für euch etwas Zielwasser sein? Nein, ich will nichts aus diesem Sortiment. Die scheinen mir alle suspekt, die Dinge. Hey, Zielwasser, die könnt ihr auch zu Hause bekommen. Aber nicht das. Nun, aber Meister Raphim, wenn ihr bereits die Axt im Hause habt, wie wäre es mit dem zweischneidigen Schwert? Auch das habt ihr schon. Ja, und jetzt habe ich ja schon die Axt gekauft. Die anderen müssen ja auch was kaufen, sonst sehe ich doch ganz egoistisch aus. Aber mir, kauf was. Ich schaue mich jetzt mal um, ob da irgendwas Interessantes für mich dabei wäre. Seht einmal hier, sagt der Ventilio, der eine kleine Matrioschka hochhält. Die Mutter der Porzellankiste. Oh, oder hier eine Bilanzwaage für euch, Abemir. Nein, danke. Vielleicht das Nesthäkchen? Das Holzauge? Die Früchte des Zorns? Was ist denn hier in diesem Käfig? Der Spatz in der Hand. Ja, ich weiß ja nicht. Nun, wie es aussieht, habt ihr nichts für mich, was für mich interessant wäre? Oh, guck mal, diese Brustplatte, Abemir, sie heißt Hieb- und Stichfest. Die wäre doch was. Ja, du tust dir schon sehr oft weh, Abelmir. Also ich denke, das ist eine gute Investition. Der Ventilio hebt eine Fliese hoch. Seht mal hier, eine kalte Platte. Nein. Ich wende mich enttäuscht ab von diesem Stand und guck mich mal nach oben nach einem Händler für... Ja, Bücher im weitesten Sinne? Ja, du kannst direkt gegenüber von Ansgar Haldalin kannst du einen Thulamiden erkennen, der fast aussieht wie ein alter Kopter. Hat wohl auch so ein altes Zepter in seiner Hand und tritt dann auf dich zu, als du dann seine Bücherauswahl da begutachtest. Willkommen! Kann ich euch etwa das aus der schwarzen Kammer des Sultans anbieten? Nun, habt ihr etwas über... Nun ja, amphibische Lebensformen. Selbstverständlich. Das verfluchte Volk. Von Rastula. Dann zeigt einmal. Ja, er tritt mit dir, er führt dich so ein bisschen durch seinen Laden und du merkst, dass der Laden ist größer, als er aussieht auf den ersten Blick. Und durch zahlreiche Bücherreihen würde er dann mit dir im Inneren des Ladens, es ist ein Laden, seines Standes gehen und die Büchereien kommen immer näher auf dich zu, hast du das Gefühl, und ziehen sich immer länger, während er dann mit dir in Richtung von der Aquarienabteilung geht. Ein interessanter magischer Effekt, Herr Laden, auf mich. Nun, er kann ganz andere Dinge bewirken. Ja. Etwas über aquatische Wesen, Mare Zeliten. Was wollt ihr genau haben? Welches Zeitalter interessiert euch?
Nun, das ist untergegangen. Wie wäre es mit einem Zeitalter vor dem Fall von Vajat? Vor dem Fall von Vajat? Das siebte? Das sechste? Das sind schwierige Bücher, sehr theoretisch. Aber wir haben zwar keine Augenzeugen, aber sehr wohl einige Kreaturen, die im Rumpf des Schiffes wohnen, die uns etwas erzählen konnten. Wisst ihr, ich sitze schon seit 5 Jahren auf diesem Schiff und schreibe ihre Erfahrungsberichte, ihre Mythen. Sie sind nicht untergegangen wie unsere in allzu oft den geführten Kriegen. Sie haben zwar auch Krieg geführt, aber ihre Werke wurden nicht zerstört. Nun, das ist doch ein sehr hoffnungsvoller Anfang. Folgt mir zu den Steinplatten. Ich würde ihm nachfolgen durch die engen Gänge, die wahrscheinlich immer enger werden. Und immer höher und immer länger. Der war die anderen. Hey, hat jemand den Kapitän gesehen? Eben war er doch noch hier. Behaltet doch. Ich werde den Zahn der Zeit im Hinterkopf behalten. Und wenn er sie mir bis dahin nicht gerissen hat, komme ich später zurück, ja? Ach, wollt ihr ihn nun oder nicht? Jetzt habe ich schon die 300 Dukaten für Rafim. Ich dachte mir tatsächlich, er könnte von euch von besonderem Interesse sein, wenn ihr versteht. Ja, dann zahle ich auch nochmal die 50 für den Zahn der Zeit. Dann haben wir wenigstens das Komplettset, den Stein des Anstoßes, die Axt im Hause und den Zahn der Zeit. Und als die Axt in den Wald kam, sagten die Bäume noch, wenigstens der Griff ist einer von uns. Nun, aber wo gibt es... Ja. Lass mich begleiten. Ich wollte schauen, ob eines der Schiffe das Nadabonaret trägt. Vielleicht können wir an denen unser Maraskansch loswerden. Vielleicht haben die auf ihren Stand... Warum seid ihr das eigentlich nicht an die Karinos losgeworden? Nun, Voltax hat irgendwas, irgendein Zauber gewirkt. Die Artefakte der Grandessa sind ausgeschlagen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Seid ihr sicher, dass wir die anderen nicht alleine lassen sollten? Immerhin trage ich jetzt die Axt im Haus. Ist sie denn außer Haus so nützlich? Naja, ist ein guter Punkt. Ja, geht voran, geht voran.